Der Sumpfzombie. Ein Eimer Matsch, ein Messglas Whisky, zwei Teelöffel Eisenspäne, eine Fledermaus, zwei Eiweiß, ein Spritzer Mocker, 9 Milligramm Penicillin, ein Spritzer Spucke und natürlich das leckere Cilantro. Gut mixen und auf Eis servieren. Anhang A. Erste Behandlung bei Piratenkater befreit vernebelte Köpfe. Das könnte interessant werden. Wir brauchen ein Ei, das wir vorhin im Nest gesehen haben. Wir brauchen Pfeffer und Haar des Hundes, der dich gebissen hat, was immer das heißt. Alkoholempfindliche Patienten. Vor Einnahme einen Arzt konsultieren, nicht gleichzeitig mit Alkohol einnehmen, erschwert die Bedienung von Rudern und Maschinen. Macht sehr, 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 schläfrig. Anhang B. Zirrhose. Anzeichen erkennen von Kapitän William W. Schwindelanfall, Brechreiz, allgemeines Unwohlsein und vielleicht ein bisschen Tod. Wenn die Symptome anhalten, einfach mit Alkohol behandeln. Anhang C. Blondbarts streng geheimes Keksrezept. 2 Tassen Mehl, 2 Eier, 1 Teelöffel Hefe und natürlich lecker Cilantro. Mit Fliegenlarven abschmecken. Unser Dank gilt der Tante eines Freundes des Redakteurs, die erst 500 Biskuits kaufen musste, bevor sie das Rezept gratis bekam. Daraufhin gab sie es aus Rache kostenlos an alle ihre Bekannten weiter. Diese Seite ist absichtlich leer. So, damit haben wir das Rezept im Buch gewälzt. Was haben wir denn hier für lustige Broschüren? Da steht, besuche Big Whoop für eine Ewigkeit der Pein und Qual. Ich meine, Spaß und Frohsinn. Wenn du ein Pirat mit stabiler Wirbelsäule und hoher Schmerztoleranz bist, jedoch ist hoher Schmerztoleranz durchgestrichen und durch Verlangen nach Abenteuer ersetzt worden, dann ist Big Whoop genau das Richtige für dich. Besuch Big Whoop. Sofort. Es sind keine Bilder oder Karten drauf. Da steht nur, es ist ein Heidenspaß. Ehrlich. Ja, hört sich auf jeden Fall so verlockend an, da müssen wir direkt mal hin. Da ist ein Kissen. Können wir das mitnehmen? Das sieht zu absichtlich aus. Das Kissen beginnt sich vom Barhocker zu lösen. Können wir da vielleicht das... Ja, das können wir. Da haben wir ein wunderschönes Kissen. Es ist ein weiches Kissen. Klasse. Können wir dann mit dem Barmann plaudern vielleicht? Erstmal angucken, dann plaudern. Es ist der Barmann. Okay, hätte ich ja so nicht gedacht. Hallo, Barmann. Ich nehme nicht völlig wahllos Barmänner auf den Arm. Na gut, aber reden kannst du doch vielleicht mit ihm. Hi, ich bin Guybrush Threepwood und ich... Hör auf zu brüllen. Ich habe nicht gebrüllt, ich habe nur... Oh, ich habe einen schrecklichen Kater. Bring mir etwas, wovon ich einen klaren Kopf bekomme und ich werde mit dir sprechen. Und sei leise. Okay, das heißt, wir müssen wirklich das Rezept anmischen mit Hundehaaren und Ei und Pfeffer. Oha. Jetzt müssen wir nur noch alles zusammenkriegen. Ich weiß nur nicht, ob wir das hier alles... Wo kommen wir denn da jetzt hin? Hallo? Guybrush? Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt alles hier in dem Gebäude kriegen oder ob wir da nochmal weiter rumgucken müssen. Porträts, immer schön. Es ist Graf Gaspacho Meistersuppe, der kaltherzige Konservendosenmagnat. Aha, und das hier? Es ist die Herzogin Creme von Meistersuppe, eine der Nudelmeistersuppe. Oh, jetzt eine köstliche Meistersuppe. Wer ist denn der alte Mann dort drüben? Baron Carlombert Fressack Meistersuppe, Pionier der Crouton-Technologie. Er sieht dem Kerl an der Bar ziemlich ähnlich. Karl Lambert? Ist das Christopher Lambert, der Highlander? Sieht so ein bisschen aus in den alten Tagen oder so. Na gut, hallo, anderes Porträt. Minervas Droneheim Meistersuppe, Baronin von Borscht. Ach ja, die schönen Anspielungen. Und dann hier mal durch die Tür. Zack, da haben wir noch ein Sofa, ein bequemes. Oh. Da haben wir einen Nagel. Können wir den mitnehmen? Einfach so? Ich kann ihn nicht herausziehen. Hast du irgendwas da, womit du den herausziehen kannst? Mit der Schere kann man Nägel aus der Wand ziehen, das weiß ich. Das will ich nicht durchschneiden. Du sollst ihn auch rausziehen. Mit der Nadel kriegt man keine Nägel raus. Naja, dann ansonsten, nee. Okay, da haben wir noch alte Porträts. Es ist ein Haufen alter Porträts der Familie von Salat. Und ich dachte, die Meistersuppes wären ein unscheinbarer Verein. Okay, unscheinbar vor allen Dingen. Sieht doch hübsch aus hier. Kann man die vielleicht mitnehmen? Ich habe keine Verwendung für die Porträts der Familie von Salat. Na gut, dann eben wieder raus. Sie ist bereits offen. Ja, dann geh doch durch. Ach, öffne Bullauge. Können wir da durchgucken? Ich kann den Flur sehen. Wow, du kannst auch mal durch die Tür gehen. Du Granate. So, dann gehen wir da hinten auch mal durch die Tür. Irgendwas werden wir hier vielleicht noch finden. Mal schauen, mal schauen.
Sie ist verschlossen. Können wir da durchs Bullauge gucken? Nein. Hier auch nicht, nein. Können wir beim Sofa irgendwas machen? Bequem? Ja, setz dich doch mal. Keine Zeit dafür. Ich muss meine Braut retten. Ach so, aber die läuft doch nicht weg. Hier haben wir auch noch Porträts übrigens. Peter und Victoria Soße Meistersuppe. Graf und Gräfin von Konsum. Ah ja, derer von Hochwohl geboren. Hier haben wir sonst nix. Sofa und hier... Den Nagel müssen wir auf jeden Fall noch irgendwie kriegen. Ich weiß allerdings noch nicht wie. Mal schauen, da finden wir bestimmt noch irgendwas. So, können wir denn vielleicht... Da haben wir nicht hier Beutel mit Spielgeld. Da können wir doch bestimmt was ins leere Glas stecken. Spielgeld nützt hier nicht viel. Schade. So, und ansonsten können wir... Haben wir die schon angeguckt eigentlich? Weiß ich gerade gar nicht. Sie ist eine sehr authentische Zigeuner-Wahrsagerin. So, da ist noch eine Tür. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon drin waren oder ob wir von da kommen, ob es da rausgeht. Ich weiß gar nicht. Schauen wir mal. Okay, hier waren wir noch nicht. Extended Family Size. Processed Cheese Food Spread. Okay, ein Riesenkäse in Familiengröße. Extra großes Käserad für die ganze Familie. Ich glaube, aus diesem Zeug machen sie Nachos. Lecker, lecker, lecker. Käse-Nachos. Ich kann nicht das ganze Käserad... Wenn du willst, geht das schon. Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Ah, wo ist denn dieser Keksschneider, verdammt? Guck mal, was abschneiden? Ich brauche etwas, mit dem ich ein Stück abbrechen kann. Vielleicht mit dem Skelettarm. Ich kann den Skelettarm nicht. Vielleicht mit dem Goldzahn. Das benötigt keinen Gold. Krassen, krassen, nichts kann der. Rasierseife ist auch nicht das Richtige. Eine Nadel wohl auch nicht. Naja. Kühlschrankmagnet von Big Whoop. Es ist ein Big Whoop Souvenirmagnet. Ja, können wir den vielleicht klauen. Klasse. Jetzt haben wir ein Magnet und mit dem können wir vielleicht den Nagel aus der Wand ziehen. Wahrscheinlich eher nicht. Es ist ein Big Whoop Souvenirmagnet. Okay, und ein Kühlschrank. Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Doch, ich möchte das schon wissen. Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Ich möchte das schon wissen. Ein Aktenschrank. Was ist denn da drin? Es ist mit Meistersuppe Familienaufzeichnungen beschriftet. Dann mach mal auf. Ich bin sicher, das ist nur ein Haufen juristisches Zeug, das ich sowieso nicht verstehe. Dann mach es doch wenigstens auf und guck rein. Ach Mensch, Guybrush, sei doch nicht so. Okay. Was ist das denn? Cable? Was ist denn Cable? Die Gabel steckt in all dem geronnenen Käse fest. Ach, Gabel. Ach, das ist ein G. Naja, gut. Die Gabel steckt in... In geronnenem Käse. Ich wüsste gerade auch nicht, wie wir das da rauskriegen. Da bräuchte man bestimmt irgendwas wie Terpentin oder irgendwas Lösendes. Oder können wir den Käse erhitzen? Nee, ne? Hör bitte auf, daran herumzufummeln. Ich schwöre, ich werde nie wieder trinken. Verdammt. Na gut, verlassen wir das Etablissement erstmal. Und schauen uns weiter auf der Insel um, mal schauen, was es hier noch so zu erkunden gibt. Den Friedhof zum Beispiel, mit einer Gedenktafel und Gräbern. Da steht Tex Venture. Tex Venture ist vielleicht ein Hinweis auf Text Adventure, oder? Kleiner Seitenhieb, man weiß es nicht. Ach so, na gut, hätte ja sein können. Gucken wir uns mal das Grab an. Städtisches Heim für Verstorbene, Blood Island. Die Melodie von der Musik ist übrigens von Monkey Island 2 vom Friedhof in Neuversion. Finde ich cool. Sie ist verschlossen. Okay. Noch eine Gruft. Wir schauen uns hier mal gründlich um. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Friedhöfe sind immer ein Quell der Inspiration. Gruft der Meistersuppe-Familie. Und da müssen wir mit Sicherheit noch rein. Sie ist verschlossen. Na gut. Klecks der Gärtner. Hier liegt der alte Klecks. Es raffte ihn dahin. Er trank sein Unkraut-Ex, verdünnte es mit Gin. Lecker, lecker, lecker. Graben können wir da nicht, aber wir können hier noch lang gehen. Da ist ein Hund und wir brauchen Hundehaare. Spalte zwischen Türen. Können wir da durchgucken? Ich kann gerade niemanden darin sehen. Okay, eine Werkbank. Es ist eine Schleck- und Klecker-Werkbank. Und recycelte Werkzeuge. Es ist ein Haufen alter, rostiger Totengräberwerkzeuge.
Die sind viel zu alt, um je wieder nützlich zu sein. Okay, ein Meißel. Können wir vielleicht da was klauen? Und der Hund merkt es nicht. Es ist der Meißel des Totengräbers. Verzierter Grabstein. Es fängt an, ein Wort zu buchstabieren. Was könnte es sein? Rinderbraten? Rinderwahnsinn? Vielleicht Rest in Pieces? Ein Hammer und ein Meißel. Die Geißel der Menschheit. Können wir hier sonst noch da irgendwas... Lilien können wir uns angucken. Und da oben ist noch ein Fenster und hier ist noch ein Kamin. Hier sind verschiedene Särge. Sieht aus, als hinge der Totengräber ein wenig mit seinen Beerdigungen hinterher. Und ein Hundenapf. Da steht alter blinder Platz. Hallo alter blinder Platz. Es ist ein stinkender alter Hund. Können wir den vielleicht mitnehmen? Können wir den vielleicht mitnehmen? Okay, Freundchen, das wird kein bisschen wehtun. Hey, ich glaube, es hat gar kein bisschen wehgetan. Er wechselt wohl gerade das Fell. Haben wir jetzt wirklich Hundehaare mitgenommen? Tatsache, stinkendes Hundehaar, lecker. Und Hammer und Meißel. Ach Mist, ja Mensch, da bin ich wieder aus dem Spiel rausgekommen. Okay, das muss ich... Ihr habt dann wahrscheinlich gerade einen schwarzen Bildschirm gesehen, weil ich das nämlich rauscutten musste. Das passiert, wenn man im Bildschirmmodus spielt und mit Camtasia aufnimmt. Naja, so, was können wir dann noch mit dem machen? Huch, können wir mit dem reden? Bell, wuff, Aff, aff. Oder vielleicht... Ich schätze, er ist nicht sehr gesellig. Ja, das kann schon sein. Glimmendes Lagerfeuer. Haben wir da noch irgendwas zu mitnehmen? Hier sollte jemand mal lernen, wie man Lagerfeuer ordentlich löscht. Nein. Na gut, dann schauen wir uns mal die Lilien an. Lilien. Was für ein Klischee. Können wir da vielleicht welche mitnehmen? Nein. Na gut, können wir uns vielleicht den Kamin mal näher anschauen, bitte? Wohl nicht. Können wir mit dem irgendwas machen? Nein. Na gut, können wir da oben vielleicht mal gucken? Ich hoffe, der Besitzer dieser Hütte schläft nicht darin. Ich weiß es nicht. Können wir da vielleicht hochklettern? Nein. Schade. Können wir überhaupt irgendwas machen? Offenbar nicht. Unbehauene Grabsteine ist jetzt auch nicht so spannend. Gucken wir trotzdem mal an und dann verschwinden wir wieder. Es ist ein Haufen neuer Grabsteine. Okay, tschüss. Und tschüss. So, Hundehaar haben wir und wie kriegen wir die Eier runter? Das weiß ich noch nicht. Der auf dem Friedhof waren wir gerade und jetzt haben wir diese seltsame Lichter. Und noch gehen wir erstmal zur Windmühle. Eine Tür, wie verdächtig für ein Haus. Und ein Fass. Da steht ein Fass auf dem Dach der Windmühle. Verdächtig. Ach, Pfeffer, guck mal. Dann haben wir ja schon alles für den Dingens. Ich weiß noch nicht, wie wir es mischen sollen. So, Pfeffer, Haar. Ah ne, das Ei haben wir ja noch gar nicht. Vielleicht in einer Kuchenform? Können wir das vielleicht in die Kuchenform geben? Ich kann keinen Pfeffer damit benutzen. Ich kann keinen Pfeffer damit benutzen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir das jetzt anmixen sollen dann. Naja, gehen wir erstmal durch die Tür und mal schauen. Es ist abgeschlossen. Gut, dann gehen wir erstmal nicht durch die Tür und mal schauen. Gehen wir nochmal zu den seltsamen Lichtern. Oh. Oho. Dieses Dorf ist verlassen. Wie seltsam. Ausgewählte Obst- und Gemüsesorten. Es ist ein Tisch, der mit Obst und Gemüse gedeckt ist. Können wir da vielleicht was mitnehmen? Ich weiß nicht, was ich mit dem Obst anfangen soll. Hallo, Essen, das hilft doch gegen Skorbut. Eine dekorative Hauptfigur. Sehr stilvoll. Ja, können wir die mitnehmen? Nein. Ein Tofu-Block? Sind das etwa... Das ist ein großer Block Tofu. Sind wir etwa bei... Gigantische Statue. Ich glaube, ich weiß, bei wem wir hier gelandet sind. Das ist eine Statue von Myron, dem Gott der Petersilie und anderer Garnierungen. Ich glaube fast, wir sind bei alten Freunden gelandet. Hier ist noch eine Statue. Das ist eine Statue von Ricky, dem hilfreichen Zitronenwasserhalteschalengott. Ach, wie praktisch.